0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo Leute, und schon wieder ist es 1 Uhr nachts. Ich begrüße euch herzlich willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Freitagnacht, wie immer eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de und bitte vergesst eure Telefonnummer nicht draufzuschreiben. So, es geht los mit Vanessa. Vanessa ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Vanessa. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo, hallo, hallo. Vanessa, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn bei dir? Weswegen rufst du mich an? Ja, also es ist so, vor 1,5 Jahren, da habe ich bei meinem Onkel in der Arbeit ausgeholfen und hab da jemanden kennengelernt, einen jungen Mann, und ja, wir kamen so in Gespräche und irgendwann kam es dann dazu, dass er meinte, ich soll auch mit zu ihm nach Hause kommen. Und das habe ich auch getan. Ich habe mir auch nichts weiter dabei gedacht und ja, dann kam eines zum anderen und dann haben wir auch miteinander geschlafen und das Problem dabei ist jetzt, dass ich seit der Nacht totale Albträume davon habe und ich komme da einfach nicht mehr von los. Ich komme da gar nicht mehr mit klar. Ich weiß auch nicht, was in der Nacht da passiert ist, aber... Hat der Gewalt angewendet? Nee, es ist so, dass ich zwar freiwillig mitgegangen bin und auch anfangs freiwillig mitgemacht habe, aber irgendwann wollte ich nicht mehr. Hab mich aber auch aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht wieso, nicht mehr getraut, Nein zu sagen. Und hast dann einfach so wider Willen eigentlich mitgemacht? Ja, genau, einfach über mich ergehen lassen. Hast du über dich ergehen lassen, ohne ihm das zu sagen auch? Ja, ich weiß auch nicht, wieso ich so eine Angst hatte, aber ich habe mich da nicht mehr getraut, Nein zu sagen. Wie alt war der? Er war zu der Zeit 23, so 23, 24 müsste hinkommen, ja. Und du 16,5 ungefähr? Ja. Hast du den hinterher nochmal oder später noch einmal getroffen? Nee, gar nicht mehr. Ich bin den dann aus dem Weg gegangen. Ich habe dann auch nicht mehr da ausgeholfen, damit ich ihm auch nicht mehr begegnen muss. Ja. Kannst du dich erinnern an das, was dich besonders abgestoßen hat in der Nacht? Es war einfach nur, dass ich dann in dem Augenblick das für nicht mehr richtig hielt. Weil, also, es war gerade so, dass immer ich gesagt habe, nee, ich warte und bis der Richtige kommt. Und dann bin gerade ich mitgegangen. Ach so, war das der erste Mann, mit dem du gestanden hast? Ja, genau. Ach so, ich dachte, du hättest schon Erfahrungen vorher gesammelt. Nee, überhaupt nicht. Also der erste Mann und du bist einfach so mitgegangen, obwohl das gar nicht so deiner Einstellung entsprochen hat. Genau, das war wirklich gleich. Ich habe ihn an dem Samstag kennengelernt und da war das dann auch gleich. Mhm. Wie hast du denn dann diesen ersten Sex empfunden, während, also... Na gut, hinterher war es dann nicht mehr so doll, aber hast du eine gewisse sexuelles Lustgefühl beobachtet, an dem bemerkt? Nee, also überhaupt nicht. Es war total schlimm, ich weiß auch nicht. Ich bin dann überhaupt nicht mehr klargekommen und es ging auch gar nicht, weil ich hatte so eine Angst dann und da konnte ich dann gar nicht mehr irgendwie an irgendwas anderes denken oder irgendwas empfinden. Hattest du Angst vor seiner Reaktion, falls du sagen würdest, ich will nicht mehr? Ja, zum Beispiel auch, dass er dann irgendwie aggressiv wird oder so. Ich weiß auch nicht, warum ich das gedacht habe. Aber er ist in keinster Weise aggressiv geworden? Nein. Und hat dich eigentlich ordentlich behandelt? Ja. Das heißt, wenn du vielleicht Signal gegeben hättest, hätte er unter Umständen noch aufgehört? Ja, das denke ich schon. Nur irgendwie habe ich in dem Zeitpunkt da total Angst gehabt, dass er dann doch noch... Verstehe. So, nun sind 1,5 Jahre vergangen, was ja eine lange Zeit ist. Und dennoch plagt dich so sehr diese Erinnerung daran. Ja, genau. Hast du seitdem eine Beziehung gehabt oder hast du gar nichts? Nee, das geht gar nicht mehr. Ich lasse gar keinen mehr an mich ran. Meine Familie und Freunde, die haben es auch schon gemerkt, dass ich total anders geworden bin. Mhm. Die wissen zwar von nichts, aber die haben auch schon gemerkt, dass ich dann ab einem gewissen Zeitpunkt total komisch geworden bin. Und findest du das im Nachhinein schlimm, dass das passiert ist? Ja, auf jeden Fall. Warum? Also, wenn ich es rückgängig machen könnte, würde ich es sofort tun. Ja. Warum findest du es schlimm? Ich weiß es nicht. Ich finde es einfach, ich habe immer gesagt, ich warte und dann bin ich mitgegangen und dann habe ich einfach gedacht, mein Gott, was hast du jetzt getan? Du hast dir dein Leben versaut. Okay. Ja. Also, das glaube ich zum Beispiel nicht, dass du dir dein Leben versaut hast. Gut, du hattest so eine Vorstellung, ich warte. Nun ist es passiert, dass du nicht gewartet hast. Ja. Das ist so objektiv gesehen, finde ich das gar nicht so schlimm.
Vielleicht steckt dahinter auch eine sehr hohe Bewertung der Sexualität. Also sehr schlimm fände ich, wenn dir da natürlich, was für eine Frage, wenn dir da Gewalt angetan worden wäre. Da ist nun was passiert, was du nicht gerne wolltest und du hast nicht Signal gegeben. Ja. Das ist ein Fehler, das finde ich auch. Es hätte nicht passieren dürfen. Aber ich finde es eigentlich keine Katastrophe. Ich finde es auch keine Katastrophe, wenn das erste Mal nicht so doll läuft, wie es laufen sollte vielleicht. Mein erstes Mal war auch blöd. Das war völlig belanglos und ich hätte es im Nachhinein auch schöner gehabt. Aber man ist ja unerfahren, man ist jung und hat gewisse Vorstellungen. Ja. Weißt du, was toll wäre, wenn du das Ganze ein bisschen entspannter sehen könntest, Vanessa? Ja, das ist. Weil so wirklich so von außen gesehen ist das nicht so ganz dramatisch, was da passiert ist, finde ich. Ja, das ist ja der Grund, warum ich es auch keinem erzählen wollte, weil ich wusste, wie andere Leute darauf reagieren. Ja, aber was schon ernst zu nehmen ist, ist, dass du hattest eine ganz bestimmte Vorstellung, wie das erste Mal ablaufen sollte. Ja. Ne? Wahrscheinlich mit Liebe, verliebt sein und ja, tollen genau. Gefühlen und sich hingeben und so. Nun ist das alles völlig anders gelaufen. Das heißt, es ist nicht so passiert, wie es in deiner Lebensplanung war. Aber sowas passiert einem im Leben wiederum immer wieder, auch in anderen Bereichen. Da kann man natürlich jahrelang in der Sache nachtrauern und die Wunden lecken. Und man muss es irgendwann auch akzeptieren, okay, es ist nun mal so gelaufen, wie es ist. Nun gucke ich nach vorne und versuche wiederum jetzt das Beste aus meinem Leben zu machen und vor allen Dingen aus dem Fehler zu lernen. Deswegen ist eigentlich das Falscheste, was du machen kannst, dass du dich völlig zumachst und abkapselst. Ja, ist leichter gesagt als getan. Ja, glaube ich. Ich sag's ja nur mal so, erstmal so frei raus. Ja. Das glaube ich schon. Toll wäre es, wenn es dir gelingen würde, so Stückchen für Stückchen, dich doch wieder mehr zu öffnen, hin zu einer Bereitschaft, dich vielleicht auf eine Freundschaft, auf eine Beziehung einzulassen. Denn wenn du dich jetzt weiter zurückziehst und immer wieder das denkst und immer wieder darüber dich ärgerst, was da passiert ist, wird das immer schlimmer. Und das baut dich immer mehr zu, das Ganze, die Vergangenheit. Ja. Und das ist nicht gut. Nee, das ist auf gar keinen Fall. Das ist nicht gut, auf keinen Fall. Ich würde mal vorschlagen, also das ist so jetzt meine erstmal allgemeine Meinung dazu. Ja. Vielleicht gibt es noch ein paar geschickte psychologische Tricks, die dir eine Fachfrau erklären kann, nämlich meine Psychologin im Hintergrund. Okay. Ja, dann würde ich dich bitten aufzulegen und dann ruft dich meine Psychologin, die Magdalena, nochmal an und dann könnt ihr beiden nochmal so zwischen, unter euch beiden Frauen nochmal ein bisschen reden. Okay. Okay? Ja. Alles Liebe wünsche ich dir, alles ja, Gute, Vanessa. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer. Ich sage euch einfach jetzt schon mal eines unserer Themen. Nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema: Dieses Familienfest vergesse ich nie. Ihr könnt übrigens auch über unsere Themen und überhaupt über uns Näheres erfahren unter www.domian.de. Also dieses Familienfest vergesse ich nie. Das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Wenn ihr euch da schon anmelden wollt, könnt ihr natürlich gerne machen über unsere bekannte E-Mail-Adresse. Jetzt bin ich verbunden mit der Monique. Und Monique ist 23 Jahre. Monique, guten Morgen. Guten Morgen. Weswegen rufst du an, Monique? Ja, ich habe euch eigentlich geschrieben. Mhm. Aber, vor 2 Jahren, im April 2004, habe ich meine 2-jährige Tochter verloren. Mhm. Und sie ist gestürzt in der Nacht und hat sich den Hals gebrochen, beziehungsweise ihren Kehlkopf. Wie ist sie gestürzt in der Nacht? Ich habe leider auch geschlafen. Es war Nacht zwischen 2 und 3. Mhm. Also ist festgestellt worden, ist sie aus ihrem Bett geklettert und hat wohl versucht, wieder reinzuklettern. Und anhand des Fußes konnte man feststellen, dass sie abgerutscht sein muss und ist dann mit ihrem Hals auf die Bettkante geknallt. Und ist daran direkt verstorben? Ja, sie hat sich den Kehlkopf gebrochen. Das heißt, als du irgendwann morgens in das Zimmer kamst, lag dein Kind tot vor dem Bett? Nicht direkt. Also sie war, sie hat das Bett wohl verschoben und sie war zwischen der Wand und dem Bett, hing sie eigentlich mit ihrem Kopf auf der Bettkante drauf. Mhm. Und ich konnte zuerst nur ihren Kopf sehen.
Aber da war sie bereits verstorben? Ja, schon seit ungefähr 6 Stunden. Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, ich denke gerade in dem Moment, wo du da reinkamst, du erwartest dein gesundes, normales Kind, wo alles wahrscheinlich in Ordnung mit war. Und du eigentlich siehst, schon, ja. Was hast du denn da gemacht in dem Moment? Ich habe sie da rausgezogen und habe sie kurz festgehalten, sie auf den Boden gelegt. Und die Patentante meiner Tochter, die hat im Haus gewohnt und ich habe eigentlich nur die Haustür aufgerissen und nach meinen Nachbarn gerufen. Bis sie dann die Tür aufgemacht haben. Ich habe Sturm geschellt und mein Nachbar ist dann hochgegangen und ja, dann ging eigentlich alles von den Nachbarn aus, dass sie den Krankenwagen gerufen haben. Die Polizei war sicher da. Ja, natürlich. Ja. Sie war 2 Jahre alt, also da kamen die sowieso. Machst du dir Vorwürfe, dass du hättest das verhindern können? Einige, ja. Welche? Ich habe geschlafen. Und normalerweise, wenn meine Tochter wach war, sie war eigentlich mit ihren 2 Jahren schon relativ intelligent. Sie konnte fast ihren kompletten Namen schreiben. Schreiben schon? Ja, sie. Ich habe meine Ausbildung gemacht und sie eigentlich in alles mit einbezogen. Wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe mittags, ich habe Kinderpflege gemacht, hat sie dabei gesessen, sie hat gemalt, sie hat geschrieben, hat geguckt, was ich mache. Und ich habe sie einfach so erklärt, wie es ein 2-jähriges Kind verstehen kann. Und naja, sie war relativ schlau. Und welche normalerweise, welche dass Vorwürfe ich sie nicht gehört habe. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe eigentlich, sie brauchte nur zu husten. Und dann bin ich wach geworden. Wie waren das? Waren die Türen offen zwischen den Zimmern? Ihre Zimmertüre war zu, aber ich habe im Wohnzimmer geschlafen. Das war gegenüber und meine Türe war offen. Ja. Du hast aber nichts gehört. Ich habe nichts gehört, nein. War denn sonst an anderen Tagen Ihre Tür auch offen? Oder immer. War das so immer? Das war ein Zufall, dass in der Nacht Ihre Tür zu war? Ja. Wie kam das, dass es gerade in der Nacht so war? Ich kann es nicht sagen. Also wir haben den ganzen Tag, wir waren eigentlich beide ziemlich K.O. Und wir haben mit meinem Nachbarn, der hatte Geburtstag, dann waren wir erst unten. Und hinterher, wir haben in einer großen Wohnsiedlung gewohnt mit ganz vielen Kindern, von klein, von 2 bis 8, 9, 10, 12 Jahren, manche noch älter. Und wir Erwachsenen haben dann mit den ganzen Jungs und Mädchen Fußball gespielt, Völkerball gespielt. Es kamen immer mehr Kinder, immer mehr Erwachsene dazu, den ganzen Tag über. Und wir waren beide wie gerädert und ja, waren aber eigentlich total K.O. Aber warum die Tür nun gerade dazu war, weißt du nicht? Das hat sich so... Keine Ahnung, irgendwie... Aber das kam schon auch ab und zu mal vor? So zwischendurch kam das mal vor, ja, aber das war eigentlich seltener. Warst du alleinerziehend? Ich war alleinerziehend, ja, aber mein Freund hat, also mein damaliger Freund hat in der Nacht bei mir geschlafen. Ach, der war auch in der Wohnung? Ja, der war auch in der Wohnung, aber der hat einen sehr festen Schlaf und schnarcht auch eigentlich relativ laut und naja. War, als du sie gefunden hast, war er da schon weg? Er war morgens um 6 Uhr ungefähr zur Arbeit gegangen. Nun sind 2 Jahre vergangen, sagtest du vorhin. Ja. Wie empfindest du heute, wenn du an diesen grauenhaften Vorfall denkst? Das kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Irgendwie dreht sich seitdem alles im Kreis und fängt immer wieder von vorne an. Ich habe ständig Albträume. Ich sehe sie ständig. Du hast vorhin gesagt, ich mache mir mehrere Vorwürfe. Einmal, dass ich sie nicht gehört habe, dass ich geschlafen habe. Was für ein Vorwurf noch? Ja, dass ich nicht früher nachgeschaut habe oder so, aber sie war eigentlich immer eine Langschläferin. Ich habe mir da keine Gedanken drum gemacht, dass sie um kurz nach 8 oder um kurz vor 9 noch schläft und habe mir gedacht, ich gehe erst duschen. Und bin erst duschen gegangen und... Aber da hättest du sie auch nicht mehr retten können, wenn du da früher geguckt hättest. Aber das ist irgendwie so ein Gedanke, ich weiß nicht. Klar, es ist ein Gefühl, was einen natürlich zusätzlich noch bedrückt, wenn man sich das alles vorstellt. Hast du danach, ich meine, das ist ja nun wirklich ein ganz, ganz schrecklicher Unglücksfall, den man gar nicht beschreiben kann in seinen Ausmaßen. Hast du danach Hilfe gehabt von einem Psychologen? Ja, ich habe im letzten Jahr, in Bad Honnef oben,
einige Kilometer von uns entfernt, in der Klinik eine Therapie begonnen. Mhm. Aber die habe ich nach einigen Wochen erstmal abgebrochen, weil mit meinem, also gesundheitlich stimmte auch was nicht. Es musste eine Bauchspiegelung gemacht werden, weil ich Probleme mit Verwachsungen habe. Mhm. Und die haben sich geweigert, die OP, also beziehungsweise die haben der OP nicht zugestimmt. Ja. Also du hast diese Behandlung abgebrochen aus anderen Gründen, auch medizinischen Gründen. Ja, weil ich weil mir das doch sehr wichtig ist, weil Probleme an der Gebärmutter liegen bei uns in der Familie. Und da ich Probleme damit habe, war es mir doch wichtig, da erst einiges zu machen. Mhm. Und dann habe ich die Therapie erstmal abgebrochen, bin nach Hause gefahren und habe die Untersuchung machen lassen. Ja, also und zurzeit bist du in keiner Behandlung? Nee, ich habe bisher noch nicht so den Dreh gefunden. Mhm. Du hast gerade gesagt, mir ist das so wie gestern, was ich gut nachvollziehen kann, obwohl das schon 2 Jahre vorbei ist. Wann hast du denn so verwirklicht für dich, dass dein Kind tot ist? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Das ist ich kann es einfach nicht wahrhaben. Und, nach wie vor nicht. Ich kann es nicht akzeptieren, so wie es ist. Gehst du oft zum Grab, zum Friedhof? Eigentlich weniger. Ich laufe oft hin, aber dann drehe ich oft wieder um oder laufe dran vorbei. Das ist einfach, wenn ich da sitze, sie ist da, aber ich kann sie nicht greifen. Mhm. Und hast du das Zimmer, in dem sie gelebt hat, hast du das unverändert so gelassen? Ich habe noch ungefähr ein halbes Jahr in der Wohnung gewohnt und bin nicht umgezogen, aber in der Zeit habe ich das Bett ist als allererstes am selben Tag noch in 1000 Teile zerstückelt worden. Mhm. Das ist sofort kaputt gemacht worden und dann habe ich alles Mögliche in das Zimmer reingestellt. Ich habe es eigentlich als großen Abstellraum genutzt, überhaupt nicht irgendwie, wenn ich da rein musste. Ich habe es eine lange Zeit, habe ich vermieden. Ja. Wie hat denn der Vater des Kindes, also dein Ex-Freund, wie hat der dir zur Seite gestanden? Der hat mir die ganze Zeit, auch als meine Tochter lebte, nicht zur Seite gestanden. Also mit dem war ich schon nicht mehr zusammen, bevor ich überhaupt wusste, dass ich schwanger bin. Ja. Und das heißt, das hat ihn auch gar nicht so sehr berührt, als das Kind gestorben ist? Das kann ich nicht so genau sagen. Er war, als er es erfahren hat von der Polizei, war er eigentlich direkt da. Aber danach, einige Zeit nach der Beerdigung, war er nochmal da und da kamen eigentlich nur dumme Sprüche von wegen, er könnte mir ein Neues machen, was angeblich andere erzählen. Und da bin ich nicht wirklich scharf drauf auf den Kontakt und habe den eigentlich komplett abgebrochen. Ja, das kann ich dann auch so verstehen, ja. Du hast gerade gesagt, du hast gerade das Stichwort Beerdigung gebraucht. Wie ist diese Beerdigung verlaufen von deinem Kind? Das war für mich der reinste Horror. Also ich konnte mich vorm Grab, ich konnte mich hinterher nicht mehr halten und bin einfach nur auf die Knie gesackt. Und ja, ich wäre am liebsten hinterhergesprungen. Mal ganz krass und makaber ausgedrückt. Also Gibt es solche Gedanken heute auch noch manchmal, wenn du sehr, sehr traurig bist und sehr durchhängst, dass du so Selbstmordgedanken hast? Also Selbstmordgedanken nicht direkt, aber wenn ich einschlafe nachts, das kann manchmal sehr spät werden, dann weiß ich nicht, dann ist der letzte Gedanke eigentlich, am Morgen nicht wieder aufzuwachen und am Morgen der erste dann, oh shit, schon wieder aufgewacht, aber so direkt nicht mehr. Also es war schon, am Anfang war es ziemlich schlimm. Und ich glaube, ich habe eigentlich vieles versucht, aber mittlerweile nicht. Ich habe es aufgegeben. Du hast versucht, dich zu töten? Ja, mehr oder weniger. Also ich habe einmal versucht, mir die Pulsadern aufzuschneiden und ziemlich viele Tabletten geschluckt mit Alkohol. Aber naja. Das ist heute so, das hast du im Griff und das ist nicht wirklich ein Thema. Nee, das ist eigentlich. Weißt du, ich finde das so absolut normal und das würde jedem von uns genauso gehen. Mir auch, dass man sich Vorwürfe macht. Dass man denkt, hätte ich mal das getan, hättest du die Tür mal aufgelassen und so weiter. Das ist auch völlig natürlich, glaube ich. Aber ich kann dir ja nun mal so widerspiegeln, wie ich das so als objektiver Mensch oder von außen Betrachter so empfunden habe, wie du es gerade erzählt hast.
glaube, dass es einfach ein unfassbarer Unglücksfall war, den niemand verschuldet hat. Es war ein Unglück, ein schicksalshaftes Unglück, dass nun gerade in der Nacht die Tür nicht auf war. Ist halt so gewesen, so wie es andere Nächte gab, wo die Tür auch nicht auf war. Und selbst wenn die Tür auf gewesen wäre, weiß man nicht, ob du es gehört hättest. Weiß ich nicht. Die Polizei haben halt Untersuchungen gemacht, um festzustellen, ob sie erstickt ist oder ob halt der Kehlkopf gebrochen war. Mhm. Und der Beamte, der mich dann angerufen hat, er meinte, es hätte am Tag passieren können, in dem Moment, wo ich dann neben stehe. Also man durch den Aufprall, durch den Bruch des Kehlkopfes, ich hätte auch tagsüber nichts tun können, aber das tröstet mich auch nicht. Das ist mir schon klar. Das Gefühl ist da, dieses Gefühl, dieses Schuldgefühl. Und ich finde, sowas kann man nur, oder in den meisten Fällen, manchmal schafft man das auch allein, in den meisten Fällen kann man das nur mit fachkundlicher Unterstützung in den Griff kriegen, damit man auch wieder nach vorne gucken kann. Ich würde dir gerne ein Gespräch mit meiner Psychologin jetzt anbieten. Erstmal jetzt für heute Nacht, das ist ja nur so ein erstes Gespräch. Und dann vielleicht auch mit der Perspektive, dass dir die Magdalena, so heißt meine Psychologin, dir so ein paar Tipps geben könnte, was du in den nächsten Wochen und Monaten für dich tun könntest, um mit all diesem Umgehen zu lernen. Ja? Mhm. Ja. Monika, legst du bitte mal auf oder legst jetzt auf und die Magdalena ruft dich, sobald sie frei ist, zurück. Ja, ist okay. Alles Gute wünsche ich dir. Gut, danke schön. Tschüss. Tschüss. Sonja ist 38. Guten Morgen, Sonja. Guten Morgen. Hallo, Sonja. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich stecke in der ziemlichen Zwickmühle und erstmal möchte ich der Mutter von da vorne, von gerade sagen, also es ist echt, ist total Mist, aber sie hätte nichts tun können, absolut nicht. Ja, ich glaube es auch. Das tröstet zwar im ersten Moment nicht, wenn man ihr das so sagt, aber dennoch muss man das sagen, weil es einfach stimmt. Ja. Und das ist ja auch kein Schönreden, es ist objektiv so. Richtig. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Sonja, ja. Deine Zwickmühle. Dagegen ist mein Problem eigentlich fast banal. Egal. Ich bin, ja, meine beste Freundin hat mir heute offenbart, dass der Mann, mit dem ich geschlafen habe, den habe ich bei ihr kennengelernt. Mhm. Die kommt ziemlich weit weg. Und den habe ich halt da kennengelernt und habe mit ihm geschlafen und finde ihn auch ganz toll und habe mich in ihn verliebt. Die Freundin wohnt ganz weit weg. Die Freundin wohnt weit weg, ja. Fast so am Ende von Deutschland. Von Deutschland, aber innerhalb von Deutschland noch. Ja, klar. Ja. So, da hast du einen Typ kennengelernt und mit dem hast du geschlafen. Richtig, der hat mich in der Nacht, er war halt da und irgendwie schnackelte das. Und das war irgendein Bekannter von ihr? Das war ihr bester Freund, ja. Das war ihr bester Freund, aber nicht ihr Partner? Nein, sie ist verheiratet. Ja. So, und was hat sie jetzt dir gesteckt oder gesagt? Sie hat mir heute erzählt, dass sie nicht mehr möchte, dass ich mit ihm dass ich mit ihm schlafe, weil sie ist in ihn verliebt und Aber das ist deine beste Freundin. Sie ist meine beste Freundin. Aber dann hättest du doch längst wissen müssen, dass sie in ihren besten Freund. Nein, das hat sie mir nicht erzählt. Wie lange seid ihr? Sie hat mir nicht erzählt, dass sie mit ihrem besten Freund geschlafen hat. Ach, das hat sie auch schon getan. Das hat sie schon getan, ja. Nur sie hat mir das damals nicht erzählt und er hat mir das damals erzählt, allerdings erst nachdem das passiert ist. Sehr kompliziert. Wie lange ist das jetzt passiert, dass ihr miteinander geschlafen habt? Das war Anfang des Jahres. Ja. Wie lange ist sie denn schon deine beste Freundin? Sie ist schon wesentlich länger meine beste Freundin, also... Ich frage das deshalb, warum sie dir das nicht erzählt hat. Wahrscheinlich schämt sie sich, dir überhaupt irgendwas dazu offenbaren, dass das mit ihrer Ehe nicht so funktioniert. Ja, ich denke mal, dass sie denkt, sie ist halt verheiratet, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren, hat ein schlechtes Gewissen. Sie hat mir selber auch heute nicht erzählt, dass sie mit ihm geschlafen hat, aber ich weiß das von ihm, Ach so. Hast du denn da nicht gesagt? Ja, pass mal auf, ich habe aber gehört, dass ihr auch miteinander schon? Nein, das habe ich ihr nicht gesagt. Warum nicht? Ich weiß nicht, was ich machen soll, weil im schlimmsten Fall verliere ich beide. Nein, die erste wichtige Frage ist ja erstmal, wie interessiert bist du an diesem Mann? War das jetzt nur so eine Nachtaffäre oder? Nein, er war letztes Wochenende bei mir. Ach so. Und daraus höre ich, dass du Er hat also diesen weiten Weg gemacht, ist zu mir gekommen.
Vom Ende Deutschlands? Ja, aber eher Norden. Und das heißt, du bist dabei, dich in den zu verlieben? Mhm. Sagen wir's, sprechen wir es doch klar aus. Ja, ich bin in ihn verliebt. Du bist in ihn verliebt. Und er? Das weiß ich nicht genau. Das weißt du nicht genau. Er hat wohl geredet von wegen irgendwie so ein ominöses Uns. Was? Aber ich denke mal, der ist 25. Ich bin 38, sie ist 45. Ja, das ist natürlich alles ein bisschen kompliziert. Richtig. Aber er hat nicht nur auch noch eine Freundin nebenher. Er hat auch noch eine Hauptfreundin. Ja. Er hat eine Hauptfreundin. Mhm. Er hat ein Techtelmechtel mit deiner besten Freundin. Mhm. Irgendwie. Und fängt jetzt mit dir was an. Nein, hat ja vorher mit mir was angefangen. Danach hat sie ihm die Freundschaft gekündigt. Was ist denn das für ein Haiopai? Jetzt ist er wieder so, ja. Ach so, jetzt hat sie ihm die Freundschaft quasi gekündigt. Quasi wieder zurück, ja. Sie hat wieder gesagt, wir wollen Frieden schließen. Jetzt ist erstmal wichtig, was sagt er denn aus über seine Beziehung zu deiner besten Freundin? Was ist das? Ich habe ihm heute eine SMS geschrieben und er hat sie nicht beantwortet. Was stand denn in der SMS? Ja, dass ich eben halt genau das befürchtet habe, was jetzt eingetreten ist. Und was nun? Fragezeichen. Mhm. Ja, also nein, die Frage ist wirklich, was wo steht er? Wo steht er? Das weiß ich nicht. Er hat eine Freundin, sagst du? Ja. Und er hat noch zwei Sachen irgendwie laufen mit Sonja und mit der besten Freundin von Sonja. Mhm. Ja. So. Also hast du nicht, du hast das Problem mit deiner besten Freundin jetzt an der Backe? Richtig. Und zusätzlich ihn mit seiner Beziehung. Er ist ja immerhin auch in einer Beziehung, falls du Näheres von ihm willst. Und er hat mir allerdings auch nichts von dieser festen Beziehung erzählt. Das hat mir dann meine Freundin geschickt, dass er in einer festen Beziehung ist. Das ist ja ein Affentheater da. Mann. Klingt mir so ganz im ersten Moment so, als würde der junge Mann so auf vielen Tasten spielen. Ja, der junge Mann ist 25. Ja, und hält sich mal so drei flotte Schnecken, mit denen er seinen Spaß hat. Ja, so ungefähr. Ne? Ja, aber jetzt nochmal zu deiner Freundin. Das ist natürlich ein Problem. Die Freundin sagt, du sollst dich von dem zurückziehen, weil sie Empfindung. Sie liebt ihn. Sie sagte mir heute am Telefon, sie liebt ihn und sie möchte, also es wäre quasi Liebe auf den ersten Blick, sie möchte nicht, dass ich mit ihm schlafe, weil es tut ihr zu weh. Mhm. Aber sie hat mir auch nicht erzählt, nein, ganz im Gegenteil, sie hat mir sogar erzählt, sie hätte nicht mit ihm geschlafen. Ich habe das vorhin so verstanden, dass dieser 25-Jährige und deine beste Freundin früher nur gute Freunde waren. Richtig, die haben sich irgendwie letztes Jahr kennengelernt. Ah ja, dann läuft das auch noch nicht so sehr lange. Aber die haben miteinander geschlafen. Also wichtige Frage, was ist jetzt wichtiger, die beste Freundin, die Beziehung zur besten Freundin oder eine Verliebtheit? Ich tendiere immer erstmal von der Gewichtung her zur Freundschaft. Aber, wenn die Liebe so richtig volle Kanne eingeschlagen hat, dann siegt die Liebe. Tja. Und ich glaube, das ist auch natürlich. Das ist eine gute Frage, weil, gut, meine beste Freundin habe ich schon lange. Ja. Ihn habe ich erst Anfang des Jahres kennengelernt. Mhm. Vielleicht ist es noch eine Schwärmerei. Du weißt sowieso nicht, woran du bei ihm bist. Er hat immerhin noch eine Freundin. Er hat dir noch keine große Liebeserklärung gemacht. Ich weiß auch genau, das wird nie was anderes sein als irgendwie eine sexuelle Beziehung. Weil so, ja, aber Sonja, wenn du das jetzt so sagst, dann ist die Antwort aber für mich völlig klar. Dann wirst du den schön in den Wind schießen und dich zur Freundschaft zu deiner Freundin bekennen. Wenn das nur eine sexuelle Beziehung ist und deine Freundin das nicht möchte, dann bist du aber weg von dem Typ. Also du meinst, ich soll ihm knallhart sagen? Finde ich schon. In dem Fall ja. Ich käme jetzt ins Schwanken, wenn das plötzlich eine große Liebe wäre. Wenn du sagst, ich bin völlig von Socken und er auch. Dann würde ich sagen, muss auch eine Freundschaft dann hält auch eine Freundschaft sowas gar nicht auf. Das hat eine Eigendynamik. Aber wenn es jetzt ausschließlich wirklich eine gute Sexbeziehung würde, dann musst du zurückgehen. Das ist die Loyalität deiner Freundin. Das bist du ihr schuldig. Ja, ich habe immer gesagt, ich bin loyal zu meinen Freundinnen. Ja. Und hätte sie mir vorher davon erzählt. Ja, das heißt, kannst du ihr auch. Hätte ich niemals irgendwas mit ihm angefangen. So, und das kannst du ihr auch vorwerfen.
Du kannst sagen, pass auf, Mädchen, du bist das meine... Das habe ich auch heute vorgeworfen. Das, ja, das würde ich auch nochmal machen. Du bist meine beste Freundin, verlaub mir mal, dann mach den Mund auf. Sag mir alles. So bist du ja in die Falle getappt quasi. Du wusstest gar nicht, was du tust. Ja. Dennoch kann man das ja jetzt vielleicht auch noch wieder wegbremsen. Zumal du vielleicht auch unglücklich würdest in der Konstellation. Sicher, weil ich habe meine beste Freundin nicht mehr. Du hast deine beste Freundin nicht mehr und du weißt nicht, ob du den Typ, was mit dem ist, und der hält dich dann vielleicht irgendwie so hin und der will dich nur als Betthasen haben und dann verliebst du dich vielleicht doch in den und ach, man kennt das alles doch. Also eher würde ich jetzt sagen, Sonja, vielleicht kannst du jetzt noch die Notbremse ziehen. Hört sich auch fast so an, als könntest du das. Ja, sie hat heute mehrmals dann mit mir telefoniert und irgendwie fing sie dann an, ja, warum hast du mir denn nicht erzählt, dass er noch letztes Wochenende bei dir war? Und sie ist sehr, sehr eifersüchtig. Ja, aber du hast völlig recht, den Grundfehler hat sie gemacht, weil sie von Anfang an nicht dir einen klaren Wein eingeschenkt hat. Ja, richtig. Ja. Also, das ist meine Auffassung. Wenn es nur eine Sexbeziehung ist, lass ihn fallen. Such dir in deiner Umgebung, wo du wohnst und nicht am Ende von Deutschland einen flotten jungen Mann. Ich wäre sogar dabei, dahin zu ziehen. Nein. Nein, aber das ist ja hauptsächlich wegen meiner Freundin, also nicht wegen ihm. Ja, das will ich auch hoffen. Du bist ja 38 und nicht 18. Richtig. Wo lebst du denn? Ich wohne im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet? Mhm. Sonja, also ich habe jetzt dir meine Meinung gesagt. Okay. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, ist schon okay. Alles gut. Ich denke mal, ja. Denk mal drüber nach. Okay. Lass es mal nachwirken. Die Entscheidung fällt man ja eh immer alleine, auch egal, was die anderen Leute sagen. Ja, aber du hast mir doch schon sehr geholfen, doch. Das würde mich freuen. Also ich hätte jetzt echt fast gedacht, ich habe beide verloren. Na, noch nicht. Nein. Das kannst du, das hast du jetzt noch in der Hand, wo die Weichen, du kannst die Weichen jetzt noch stellen. Mhm. Das finde ich schon. Alles Gute. Okay. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, hier in der lauschigen Freitagnacht live im Radio bei 1Live und im WDR Fernsehen, dann meldet euch unter 0800 220 5050. Ralf ist hier und Ralf ist 27. Hallo Ralf. Ja, hallo Jürgen. Hallo Ralf. Und hier steht in Klammern hinter mir Nadine 15, die ist auch bei dir. Deine Sendung finde ich total klasse. Dankeschön. Und schaue sie super regelmäßig um. Gut, dass es das sowas gibt. Dankeschön. Aber hier ist noch eine Nadine, ne? Ja, die ist aber nicht zugegen. Also die möchte nicht mit ihr reden. Ach so, okay. Also, was geht's denn, Ralf? Ja, ich bin mit einer Minderjährigen zusammen. Du hattest ja gestern eine 17-Jährige, die mit einem 50-Jährigen zusammen war, der verheiratet war. Und als Kontrast dazu habe ich gedacht, würde das heute ganz gut passen. Mhm. Das Problem ist nur, sie ist jetzt sehr wahrscheinlich schwanger. Schwanger? Also, jawohl, wir haben letzte Woche einen Schwangerschaftstest gemacht. Und warum ist sie schwanger? Ja, da ist mit der Pille was schief gelaufen. Das heißt, du hast nicht verhütet? Naja, am Anfang, wo wir zusammengekommen sind, schon, weil sie die Pille da noch nicht hatte. Dann hat sie nachher die Pille bekommen. Das ging dann auch, zwei Monate gut. Und jetzt halt eben sind die Tage ausgeblieben. Und da verlässt du? Erwachsener, erfahrener Kerl, dich darauf, dass du ein 15-jähriges Mädel, das mit der Pille alles hundertprozentig handhaben kann. Ja, den Vorwurf, den habe ich mir auch schon selber gemacht. Finde ich aber, hallo. In Ordnung war, ja. Ja. Wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind jetzt ein halbes Jahr zusammen. Halbes Jahr. Etwas über. Da war sie mal gerade erst 14,5. Ja, genau. Wissen die Eltern davon? Ja, die Mutter weiß das. Sie hat das auch, nicht gerade super befürwortet, aber war auch nicht wirklich dagegen. Mhm. Also so ein, hier bei uns zu Hause dürft ihr gerne irgendwie euch arrangieren, aber bitte nicht in der Öffentlichkeit. Mhm. Wobei ich mich aber jetzt auch schlau gemacht habe, dahingehend, die Gesetzeslage hat sich etwas geändert. Das war früher, wenn eine unter 16-Jährige mit dem älteren Mann etwas hatte, war das strafbar. Das ist heutzutage nicht mehr ganz so. Das ist jetzt dahingehend geändert worden, dass wenn das Mädchen, in dem Fall beziehungsweise die minderjährige Person, das möchte, auf freiwilliger Basis ist das dann nicht mehr strafbar. So ist der Gesetzestext zwischen 14 und 16, so wie du es gerade gesagt hast. Wieso suchst du dir so ein junges Mädchen aus? Warum suchen? Nein, das ist kein Suchen. Das ist eher ein
Ja, naja, so also gefälliges doch, meinst du nicht schon. Die Gefühle sind da. Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Über einen Bekanntenkreis. Ich habe da bei der Mutter was ausgeholfen, zu reparieren, und darüber haben wir uns kennengelernt. Ich bin da immer äußerst gebremst, um nicht zu sagen ablehnend eingestellt. Ja, ich bin nicht gebremst, ich bin ablehnend eingestellt. Weil ich finde, das ist einfach zu jung. Da ist auch der Altersunterschied zu groß. Und du hast, ich meine, gestern war 50, das waren ja Dimensionen, waren das ja. Aber auch mit 27 und 14, das sind Welten, die dazwischen liegen. Und du bist immer der Dominantere, du bist immer der Stärkere, du bist immer derjenige, der formt. Und du hast immer letztendlich das Schicksal dieses Menschen in deiner Hand, wohin es führt. Und nun sehen wir ja, wohin es führt. Das Kind sag ich schon. Das junge Mädel ist schwanger. Ja. Und da bist du schuld. Ja. Ja, da bist du schuld. Ich finde das wirklich absolut verantwortungslos. Ja, das Problem dabei ist noch, sie ist auch zu Hause abgehauen. Sie ist von zu Hause abgehauen? Ja, weil die Mutter halt eben den Kontakt unterbinden wollte. Ah ja. Mhm. Und die Mutter weiß Bescheid, dass sie schwanger ist? Nein, noch nicht. Ach so, die Mutter wollte den Kontakt schon unterbinden, bevor sie wusste, dass sie schwanger ist. Ja, richtig. Das heißt, die Mutter war nun dann auch wirklich gegen diesen Kontakt? Ja, im Nachhinein gesehen schon. Also ich muss aber dabei sagen, die Mutter ist drogenabhängig. Die hat sehr, schwankende Meinungen, sag ich mal, in verschiedener Hinsicht. Ja, okay, das würde ich jetzt, ist in dem Fall, finde ich das auch egal, ob die drogenabhängig ist oder nicht. Wenn sie sagt, ich will nicht, dass mein Kind mit einem wesentlich älteren Mann zusammen ist, finde ich, zählt das erstmal so, steht das so. Ja. Und nun, was ist jetzt? Ja, jetzt müssen wir weiter gucken. Wir wollten jetzt nächste Woche halt eben zum Frauenarzt am Montag oder Dienstag, um das erstmal jetzt, weil das war nur so ein Schwangerschaftsteststreifen, der gesagt hat, dass sie positiv ist. Mhm. Und das erstmal ja gucken, ob das wirklich so ist. Und ich mal jetzt von ausgehe schwer und dann weiterschauen. Eventuell werden wir uns noch mit Pro Familia mal in Verbindung setzen oder wie auch immer. Mhm. Ob man da irgendwie noch, weiß nicht, irgendwie Hilfe oder Hilfestellung bekommen kann. Was wäre denn für dich eine Hilfestellung? Einfach zu wissen, wie kann es jetzt weitergehen? Wie geht es weiter? Wie möchtest du denn, dass es weitergeht? Also ich kann da jetzt nur für mich sprechen, ich hätte sie gerne bei mir. Bitte? Ich hätte sie gerne bei mir. Du hättest gerne deine Freundin bei dir? Ja, klar. Und was denkst du über das Kind? Also abtreiben kommt für sie generell schon mal nicht in Frage. Und ich möchte es auch haben. Wenn sie eine Chance hat, ein gesundes Leben zu werden, warum soll man dem das verwehren? Mhm. Weil es ist ja auch aus Liebe entstanden. So. Das heißt jetzt, die Mutter sucht ihre Tochter im Moment? Mhm. Wie lange ist sie jetzt schon von der Mutter weg? Das zweite Mal, nur das erste Mal war sie eine Woche weg und jetzt ist sie über einen Monat weg. Über einen Monat schon? Ja. Und die Mutter weiß überhaupt nicht, wo ihre Tochter ist? Nee, aber das ist auf Wunsch von ihr passiert. Von wem? Wer ist ihr? Ja, von meiner Süßen. Von deiner Freundin? Jawohl. So, aber jetzt finde ich, du warst schon nachlässig genug in deiner Verantwortung. Jetzt solltest du Verantwortung zeigen und auf jeden Fall den Kontakt wiederherstellen zwischen der Mutter und deiner Freundin. Ja, habe ich auch versucht, ihr zu sagen, pass auf, also weil sie das erste Mal abgehauen ist, habe ich sie auch zum Jugendamt gebracht, vor Ort, wo sie wohnt. Und das möchte sie halt nicht mehr. Sie darf sich damit mit Händen und Füßen liegen. Da ist sie nicht mehr zu bereit. So, dann wäre natürlich auf jeden Fall angesagt, was du gerade auch vorgeschlagen hast, dass ihr so schnell wie möglich einen Termin bei Pro Familia macht, damit ihr in eine ordentliche Beratung kommt und von da aus dann alles Weitere in die Wege geleitet wird. Natürlich wäre es gut, wenn es zu einem wieder vernünftigen Kontakt zwischen deiner Freundin und ihrer Mutter käme, wenn die Mutter mit eingebunden wäre. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Nein. Gibt es einen Vater? Bitte? Gibt es einen Vater von ihr? Ja, aber der ist verschüttet, sag ich mal. Also auch schwierige Familienverhältnisse, aus denen sie stammt. Wie würdest du dir das denn vorstellen, dass ihr zusammenzieht und dass ihr eine kleine Familie gründet?
Wie ja, das ist ja quasi schon passiert, aber dann einfach auch ihre Zukunft zu sichern. Also ich bin momentan arbeitslos. Dorthin gehen zu sagen, okay, dass das Kind erstmal gesund auf die Welt kommt und dass sie auch ihre Schule, Ausbildung etc. machen kann, dass ich mich dann halt eben derweile auch mit total einbringen kann. Weil so, eben dorthin gehen einfach da sein kann. Ich finde auch, du hast ja schon extrem viel Mist gebaut, dass du dich an so ein junges Mädchen rangemacht hast, dass du nicht aufgepasst hast, dass dieses Mädchen nicht schwanger wird. Das sage ich nochmal, das ist eine große Schuld, die du trägst. Dann mach es insofern wieder gut, dass du jetzt alles so organisierst, dass es für das Mädel gut läuft. Dass du ein wenig wieder wettmachen kannst, was du da angerichtet hast. Ja, denke ich auch. Damit einfach ihre Zukunft gesichert ist. Ich würde dir gerne auch nochmal ein paar Tipps von meiner Psychologin geben lassen. In Sachen, ich weiß nicht, was man über Pro Familia noch machen könnte. Vielleicht hat sie auch noch eine Idee, Stichwort Kontaktherstellung zwischen Mutter und Tochter. Ja, dann leg du mal bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar. Okay. Der Guss, die Nadine hat sich von mir. Ja, und du mach weiter so und könnte ich noch eine Autogrammkarte haben? Du sagst gleich die Adresse meiner Psychologin, okay? Alles klar. Okay, danke. Tschüss. Und Jessie ist hier. Jessie ist erst 13. Guten Morgen, Jessie. Morgen, Domian. Hallo, Jessie. Noch nicht müde? Nö. Musst aber morgen wahrscheinlich nicht in die Schule, ne, oder? Nein. Wissen deine Eltern, dass du so spät Fernsehen guckst oder Radio hörst? Nee, Radio hören. Nee, das wissen die nicht. Die ist schon im Schlafen. Also ich bin mit meiner Oma. Ach so, und hast jetzt heimlich gehört und gedacht, jetzt rufe ich da mal an. Genau. Um was geht's denn? Ja, das ist irre. Es ist so, ich träume seit einiger Zeit immer vom Tod. Und ich habe auch sehr viel Angst dafür, also jetzt halt deswegen. Du träumst vom Tod? Ja. Was träumst du denn da genau? Ja, dass ich von irgendwelchen Klippen runtergestoßen werde oder jetzt ertrinke oder halt so alltäglichen Dinge, Autounfälle und so weiter. Aha. Und das kommt immer wieder vor in letzter Zeit? Ja, jede Nacht. Jede Nacht sogar? Ja. Und wachst du dann irgendwie schweißgebadet auf oder mit großer Angst auf oder wie ist das? Ja, manchmal. Also... Naja, meistens schlafe ich auch erst weiter und ich merke das erst heute Morgen, also morgens halt. Dann ist die Angst da und dann kommen die Erinnerungen an den Traum wieder hoch. Genau. Seit wann ungefähr ist das? Das ist jetzt schon seit 3-4 Monaten. Denk mal zurück, 3-4 Monate, ist da irgendwas passiert, irgendwas Schlimmes, was dich in Schrecken versetzt hat vielleicht oder in Angst versetzt hat, ist was passiert? Ja, das kann sein, weil von meiner Freundin, die kleine Schwester... Die ist letztes Jahr verstorben. Es kann sein, dass es davon kommt. Vielleicht. Kanntest du die kleine Schwester gut? Ja, sehr gut. Und wie alt war die kleine Schwester? 6. 6? Und was ist da passiert? Ja, Autounfall. Die ist von einem Auto angefahren worden. Von so einem LKW oder... Oh je. Ich weiß jetzt nicht, ja. Oh je. Und ist dann gleich verstorben? Ja. Und wie hat denn deine Freundin... Ist das deine beste Freundin? Ja. Ja? Wie ist denn die damit umgegangen? Ja, also die war ja erstmal richtig schockiert, weil ich ja immerhin ihre kleine Schwester gewesen. Und ich habe da auch angeboten, dass sie die Nacht dann bei mir bleibt und so. Und die hat sich dann bei mir ausgeheult und so. Ja, ja, und wenn man so beste Freundin ist, dann redet man ja auch immer und immer wieder viel miteinander. Ja, das würde ich eigentlich auch tun, aber die hat seit ein paar Monaten den Kontakt zu mir abgebrochen. Ach, warum? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die 2 Monate nicht mehr gesehen. Die hat mich angerufen. Also ihr geht nicht zusammen in die Schule, in die gleiche Klasse? Nee, leider nicht. Das nicht, ja. So von sich aus den Kontakt abgebrochen? Ja. Ich schätze mal, das kann auch sein wegen ihrer Mutter, weil ich weiß nicht, auf die bin ich eh nicht gut anzusprechen und so. Ja, kann ja vielleicht sein. Kann aber auch sein, dass das noch eine Nachwirkung ist oder auch eine, was heißt Nachwirkung, es ist ja alles noch sehr frisch, von dem schweren Unglück, dass sie vielleicht, dass es ihr nicht so gut geht. Aber bis sie den Kontakt abgebrochen hatte, habt ihr da viel über die kleine Schwester gesprochen? Ja, was heißt viel? Wir haben eigentlich immer über die gesprochen. Also wir haben halt immer viel zusammen gemacht und so und ich habe auch immer Babysitter gespielt. Ja. Nee, ich meine, als es dann passiert war, habt ihr viel darüber gesprochen, über den Tod auch mal? Nein, gar nicht. Mit wem kannst du denn? Du bist ja nur erst 13 Jahre alt, ist das ja auch vielleicht noch nicht so ein großes Thema. Mit wem hast du denn schon über den Tod gesprochen? Mit niemandem. Mit niemandem?
Ja, und? Außer mit dir jetzt. Ja, auch nicht mit deiner Mama oder Papa? Nee, kann ich auch gar nicht, weil ich habe mich mit denen total zerstritten. Ach, aber du bist jetzt bei deiner Oma, sagst du? Ja, im Moment. Aber nur heute Nacht oder wie? Nee, kann auch sein, noch länger, weil meine Mutter, die macht im Moment, also wir sind schon wieder umgezogen, die macht jetzt gerade die Zimmer und so. Ach so. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Ja. Und du hast dich mit beiden Elternteilen so in die Haare gekriegt? Ja, sogar mit meiner Oma auch. Ach, warum? Nee, ich verstehe mich halt einfach nicht mit denen. Das ist, entweder provoziert mich der eine oder ich muss immer alles doppelt und dreifach erklären und so. Ja. Und sowas macht mich aggressiv. Also ist immer irgendwie Stress in der Luft. Ja, genau. Das heißt, deshalb hast du auch noch nie mit jemandem über den Tod sprechen können? Genau. Wie denkst du dir denn den Tod? Ich weiß nicht, irgendwie schmerzhaft. Mhm. Glaubst du daran, dass man danach weiterlebt? Ich habe schon mal von Wiedergeburt gehört und so, aber ich weiß es nicht, ob man danach weiterlebt, kann ich mir nicht vorstellen. Naja, es gibt Religionen, die sagen, dass man wiedergeboren wird, dann gibt es Religionen, die sagen, dass man dann zum Beispiel ins Paradies kommt, dass man in einem Jenseits weiterlebt und es gibt auch Anschauungen, Überlegungen, die sagen, nein, es gibt gar nichts mehr. Das Leben ist einmalig und wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei und man merkt dann auch gar nichts mehr. Dann ist es halt weg, das Ganze. Wenn du so anfängst, so ein bisschen darüber so zu grübeln, macht dir das Angst? Ja, ja. Warum? Ja, ich bin so ein ängstliches Mädchen. Also ich mache mir halt sehr viele Gedanken darüber und ich habe ja auch gehört, dass also meistens sterben ja Menschen bei irgendwelchen Anschlägen und so und das, ich finde das auch schrecklich. Mhm. Also wenn ich dann schon an den Tod denke, dann ist das grauenhaft. Dann habe ich immer ein Kloß im Hals und kann nicht reden. Mhm. Aber das kann ja wirklich sein, das, was du jetzt gerade selbst erklärt hast, dass die Ursache für diese Träume wirklich dieser Tod von dem kleinen Mädel ist. Ich meine, das hat dich ja auch geschockt, als du es gehört hast. Ja. Wahrscheinlich, ne? Das ist ja auch grauenhaft. Vor allen Dingen, wenn man die Person auch noch gut gekannt hat und du hast sie gut gekannt und sich dann vorstellt, die ist vom Auto überfahren worden und ist mit 6 Jahren umgekommen, das ist schon sehr schlimm. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und dass man da dann das so auf sich bezieht, vielleicht gar nicht so bewusst. Aber in den Träumen spiegelt sich das halt wieder. Das halte ich schon sehr für möglich, dass das daran liegt. Und das ist ein Ausdruck deiner Angst vor einem Unglück, vor einem großen Unglück, dass du das dann so träumst. Kann auch sein. Jetzt überlege ich aber so hin und her, wenn du mit deiner Mama und deinem Papa nicht so zurechtkommst, mit der Oma auch nicht und irgendwie so ein bisschen vor dich... Also ja, ich hab auch ganz insgesamt habe ich sehr viel Stress mit Schule und so, müssen wir ja schon wieder wechseln. Mhm. Und überall auf den Schulen, wo ich bin, habe ich mich bis jetzt nur geprügelt, weil den Leuten mein Aussehen nicht gefällt und so halt. Wie siehst du denn aus? So wie ich bin und das gefällt denen nicht. Ja, wie siehst du denn aus? Bist du besonders? Fällst du sehr auf äußerlich oder? Ja, manchmal. Ich habe so von den Sachen her, die ich anhabe, also ich habe immer so gemischt, zum Beispiel Hose und so ein Kleid darüber und sowas. Also ein bisschen ausgeflippt. Ja, genau. Was willst du mal machen später, wenn du groß bist und stark und erwachsen? Das weiß ich noch gar nicht. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ach, das glaube ich nicht. Du bist doch so pfiffig. Du hast doch bestimmt schon mal drüber nachgedacht, was für einen Traum du hast, welchen Beruf du gerne machen würdest. Eventuell Designerin oder so. Ach, sowas in die Richtung. Ja, oder in Japan, da zeichnen die ja auch diese Mangas oder wie auch immer. Also diese komischen... japanischen Zeichentrick. Ja, also so in die Richtung, das wäre schon interessant. Hast du denn du hast im Moment dann aber auch keinen einzigen Menschen, auch keine weitere beste Freundin, wo du mal so richtig mit quatschen kannst? Nein. Das ist natürlich übel. Das ist übel. Das ist nicht gut. Also wichtig finde ich immer, Jessie, dass man sich auch um Freundschaften bemüht, um Leute. Auch wenn es schwer ist. Ja, ich habe ja eigentlich auch immer alles für sie getan und so, weil das war einmal auf der Kirmes, da waren wir mit ihrem Vater da, das ist ein Türke, und der hat sich da halt voll getrunken und so und dann ist er nachher auf die losgegangen. Da habe ich mich auch für die eingesetzt und ich habe mich sogar schon fast mit dem Vater geprügelt. Ja, vielleicht kann sie auch gar nicht, vielleicht wollen die Eltern das ja auch nicht, dann kann man ihr gar keinen Vorwurf machen. Dann solltest du das erstmal ruhen lassen und dich auch vielleicht um jemand anderen bemühen, einfach auf die Suche gehen.
Ja, ich gehe auch auf die Suche, aber irgendwie, ich krieg das nicht hin. Ich werde dann immer abgewiesen und so. Also, ja, ich weiß. Deswegen finde ich auch keine Freunde. Ja, aber das ist ein hartes Geschäft. Da muss man immer am Ball bleiben. Mhm. Und wenn man 100 Mal abgewiesen wird, vielleicht beim 101. Mal, trifft man dann auf jemanden, mit dem man sich gut versteht. Und es passiert auch immer wieder, dass man Leute verliert, die sich von einem abwenden. Das ist alles normal. Ja. So, jetzt mache ich mir mal noch ein bisschen Sorgen um deine Träume. Und da möchte ich dich auch nochmal an meine Psychologin verweisen. Die dir vielleicht auch einen Tipp geben könnte, vielleicht könntest du mal 1, 2, 3 Mal zu einer Beratungsstelle gehen und da würden wir dir die Adresse gleich vermitteln, damit du da ein bisschen zur Rande kommst und nicht jede Nacht Angst haben musst. Wahrscheinlich ist es schon so, dass du Angst hast einzuschlafen, ne? Oder? Ja, ich kann schon manchmal einschlafen. Ja. Morgens bin ich bis 6 Uhr wach oder so. Ja, aus Angst vor, genau. Wer weiß, was da wieder kommt. Genau. Und deshalb hörst du dann zu später Stunde auch noch Radio. Ja. Jessie, wir machen das so. Du kennst das. Ich sag das ja öfters. Da legst du auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, Domian? Ja. Deine Sendung ist echt klasse. Kriege ich noch ein Autogramm von dir? Du kriegst hundertprozentig eins. Dann musst du deine Anschrift gleich der Magdalena sagen. Ja, mach. Ja? Alles Liebe, wünsche ich dir alles Gute und hoffentlich können wir dir ein bisschen helfen. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Das war die Jessie. Und hier ist der Martin. Und Martin ist 44 Jahre alt. Guten Morgen, Martin. Ja, guten Morgen. Hallo, Martin. Weswegen rufst du mich an? Ja, ich wollte darüber sprechen, dass ich ein traumatisiertes Erlebnis habe, worüber ich nicht hinwegkomme. Ich bin auch deswegen in Behandlung. Mhm. Was? Ich muss dabei sagen, jetzt im Laufe des Gesprächs, es könnte sein, dass ich gleich nicht mehr weitersprechen kann, ja, weil ich das nicht mehr verkrafte, darüber zu sprechen. Ich verstehe. Okay, das ist ein guter Hinweis. Dann nehme ich das auch nicht übel, wenn du plötzlich aufhörst und auflegst. Oder? Ja, dann habe ich Schwierigkeiten, mich weiter auszudrücken und... Ja, wobei du kannst ja gerne mal eine Pause machen. Ich setze dich nicht unter Stress, du musst es nicht irgendwie hektisch machen. Also ich wollte das nur vorab sagen. Ja, das finde ich fair, finde ich gut. Hm. Und was geht es denn, Martin? Sag mal so ein paar Stichworte. Ja, also ich ist ja Klassiker. Ich habe vor 20 Jahren geheiratet. Mhm. Und auf meiner Hochzeit hat meine Frau mich betrogen mit meinem Trauzeugen. Auf der Hochzeit? Mhm. Mit deinem Trauzeugen? Mhm. Also ein Mensch deines Vertrauens? Ja, ja, mit dem bin ich aufgewachsen, von frühester Kindheit an, ne? Wie ist das rausgekommen? Meine Frau hat sich vor 7 Jahren ungefähr mir anvertraut. Erst vor 7 Jahren? Mhm. Erst vor 7 Jahren. Das heißt, damals hast du gar nichts mitbekommen. Null mitbekommen. Null. Überhaupt nichts mitbekommen. Wie haben die das denn da gemacht? In der Hochzeits... Während der Feier, oder wie? Ja, während Polterabend war das. Während Polterabend, wie so zwischen Tür und Angel am Klo? Ja, oder? Ganz genau. Mhm. Dann hat sie dir das gesagt vor 7 Jahren. Mhm. Da ist wahrscheinlich für dich eine Welt zusammengebrochen. Ja, das ist richtig. Aber gleich 2 Welten eigentlich. Ne? Also 2 Leuten, denen man vertraut. Genau, dein Freund und deine Frau. Leben lang bei mir ein- und ausgegangen in meinem Haus. Ne? Ist denn da nur einmal was gelaufen oder ist es öfter passiert? Das kann ich nicht nachvollziehen, so wie jetzt mir... Wie ich es jetzt weiß, soll das 3, 4 Monate gedauert haben. Ne? Also über diesen Hochzeitszeitpunkt. Ja. Davor, da während und danach dann. Warum hat sie es dir nun gerade vor 7 Jahren erzählt? Weil meine Frau sehr schwer psychisch darunter gelitten hat und konnte das nicht mehr ertragen. Ne? Aber sie hat so lange geschwiegen. Ja. Wie hast du reagiert, als sie dir das dann gesagt hat? Das schützt das normale Programm eigentlich erstmal so. Ne? Hast du es überhaupt glauben können? Ja, in dem Moment, so wie es mir gesagt hat. Hast du es geglaubt? Mhm. Es gibt so Momente, wo weiß man eigentlich, dass in dem Moment nicht irgendwie, dass es dann ernst ist. Ne? Es gibt so Momente im Leben. Ne? Mhm. Hast du da gebrüllt oder warst du ganz still? Hast du sie angeschrien? Hast du geheult? Ich habe kurz aufgeschrien, weil das war so wie so ein Stich. Mhm. Als ob mich jemand ersticht, so stelle ich mir das vor. Mhm. Das war so ein stechender Schmerz, ja, etwas. Und danach war ich eigentlich erstmal ganz relaxed. So, das hat sie dir vor 7 Jahren erzählt. Mhm. Wie ist das Verhältnis heute zu deiner? Ich bin immer noch verheiratet mit meiner Frau. Ja. Und ich will
überhaupt meine Frau und ist ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Ja. Ich habe auch hundertprozentiges Vertrauen zu ihr, weil ich glaube, es war wirklich eine einmalige Sache gewesen, die nur dumm war, mit wem und zu der Zeitpunkt war sehr gut. Wie ist das Verhältnis zu dem besten Freund? Ja, habe ich sofort abgebrochen. Nie wieder gesehen. Also, und klar, er ist mir zwei, dreimal über den Weg gelaufen. Und da war die Sache mir als mir peinlich gewesen. Also, ich konnte die Situation nicht ertragen. Ihr habt aber nie miteinander geredet, ihr beiden Männer? Nie mehr. Nie. So, das hast du gerade zu mir am Anfang gesagt. Aber dass ich bin mit dem aufgewachsen, kann ich mir das vorstellen, so. Aus ganz normalen Verhältnissen. Also, man ist so mit 5, 6 Jahren mit Fahrrad fahren und Schwimmbad besuchen. Ja, also Sandkasten, Freundschafts- ja, ganz genau. Geschichte. Du hast gerade am Anfang gesagt, das ist ein traumatisches Erlebnis und das geht mir so nah, es kann sein, dass ich gar nicht mehr weitersprechen kann. Dieses meinst du als traumatisches Erlebnis, was da passiert ist? Oder gibt es noch was anderes? Nein, das ist traumatisiert von mir. Ich bin auf Behandlung, schon jahrelang jetzt. Da könnte ich ja jetzt im ersten Moment denken, Mensch, das ist 7 Jahre her, dass die Frau ihm das erzählt hat. Die sind jetzt wieder glücklich miteinander. Das Ganze liegt 20 Jahre zurück, der Vorfall. Ja. Wie kommt das, dass du jetzt noch immer so emotionalisiert bist? Das ist eine Frage, die müssen wir eigentlich dem Arzt stellen. Da sind wir auch dran am Arbeiten. Hängt mit meiner Persönlichkeit vielleicht zusammen. Mit deiner Persönlichkeit? Ja. Denn das ist ja schon enorm, ne? Dass das so eine lange Nachwirkung hat. Ja, aber ich weiß nicht, ob man sich dazu vorstellen kann. Ja, das haut einen natürlich um. Ja, völlig. Aber wenn du mir gesagt hättest, das hat die mir gestern erst erzählt, also dann ist es denn so, dass du vorher auch schon ein Mensch, eher ein sensibler Mensch warst? Der, ja, richtig. Ich bin auch introvertiert, ne? Ja. Und das hat das alles noch mehr gesteigert. Aber dir geht es seit 7 Jahren schlecht. Ja, das ist nicht immer ein permanentes Schlechtsein. Das wird an so Punkten festgemacht, wie zum Beispiel, wenn ich irgendwo eine Hochzeit sehe oder so, dann wird mir schlecht. Also dir wird körperlich schlecht? Ja, mir wird richtig schlecht. Deine Frau kriegt das ja jetzt alles so mit. Macht die sich Vorwürfe, dass sie dir das gesagt hat? Ja, richtig. Eigentlich hätte sie dir das ja auch nicht sagen brauchen. Ja, richtig. Und dann wär's für immer vergessen und dann wär's gut gewesen. Ganz genau. Manche Sachen sind im Leben besser nicht, dass sie ausgesprochen werden. Manche Sachen muss man nicht aussprechen. Das stimmt wirklich, ja. Wäre es vielleicht für dich auch eine gute Sache, wenn du Frieden schließen könntest mit deinem Freund? Ich meine, du hast ja deine Frau auch vergeben. Warum deinem Freund nicht? Beide sind gleichwertig schuld. Ja, aber ich sag jetzt, ich habe jetzt so eine Meinung dazu, unter Männern oder unter Freunden macht man sowas nicht. Hast du völlig recht, sehe ich auch so. Und dann gibt es wirklich einen Punkt, den man nicht überschreiten muss. Sehe ich auch so. Und, aber wenn du so leidest daran, erahne ich, dass da ganz viel durcheinander ist. Und es tut einem immer gut, wenn man jemanden vergeben hat und wenn man Frieden mit jemandem geschlossen hat. Daran bin ich am Arbeiten. Aber, ja, wenn du dich mal zumindest aussprechen könntest mit ihm, wenn du dich mal mit ihm treffen würdest, dann musst du dich ja noch nicht versöhnen gleich, aber mal sprechen. Aber darüber habe ich eigentlich so noch nicht nachgedacht, weil ich habe ihn 2 oder 3 Mal begegnet und ich sag mal so, ich habe es empfunden, als ob er mich ausgelacht hat. Ja, aber also ich kann nicht die Situation ertragen, mit ihm überhaupt in Blickkontakt zu kommen. Ja, aber vielleicht ist das die Lösung auch für dein Problem, dass du dich dem doch aussetzt. Vielleicht hat er dich auch gar nicht ausgelacht. Vielleicht nimmst du das alles nur so für dich wahr. Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Wir haben den ja nicht so aufgearbeitet. Also, Also Martin. Der Arzt hat eigentlich eher dazu geraten, den Kontakt also nicht aufzunehmen. Also du bist nach wie vor in professioneller Behandlung. Ja. Die Sendung ist jetzt rum. Du hörst unseren Nachspann. Wir rufen dich aber jetzt auch gleich nochmal an. Vielleicht können wir dir auch noch einen guten Rat und einen guten Tipp geben. Aus professioneller Sicht. Okay? Ja, okay. Dankeschön. Bis gleich. Alles Gute. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder da.
in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und Dienstag heißt unser Thema, dieses Familienfest vergesse ich nie. Montag feiert Themennacht. Schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.